willkommen zurück zu New World. Wir haben gerade in der letzten Folge die beiden Hauptmänner, also Crassus Hauptmänner, aber Zyklopen, glaube ich, Dikimus und Lucanus, Lucanus, glaube ich, getötet. Zweimal. Die einmal richtig fett Belohnung gaben, aber das wird mitteleuropäische Zeit, 14 Uhr, resettet. Und beim zweiten Mal haben wir die halt nicht bekommen. Also schätze ich mal, dass es gerade nach 14 Uhr war. Hier gibt es noch eine. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal probieren könnten, sollten. Das könnten wir vielleicht machen. Das ist genau da, wo ich eben schon einmal war. Wir müssen natürlich erstmal zum Schnellreisepunkt zurücklaufen. Ansonsten hätte ich gesagt, gucken wir mal. Ich wollte ganz gerne auch schauen nach diesen, die so blinken. Wo haben wir denn welche? Hier, solche. Dass wir da vielleicht mal hingehen. Den haben wir jetzt zum Beispiel gerade noch nicht. Wir sind da oben. Vielleicht, ja, vielleicht machen wir mal ganz kurz eben einmal, wo war denn das? Hier unten ist auch noch einer. Der ist aber schon wieder 55. Der hier ist halt noch 25. Den könnten wir auch alleine schaffen. Da sind zwei von da. Würde ich jetzt vielleicht glatt erstmal eben, genau, hier noch hin. Müssen wir einmal zurück zum, wo sind wir denn? Nach Norden müssen wir hier, also ungefähr da lang. So, dass wir uns teleportieren können. Mal gucken, ob das irgendwie gerade nur buggy war, was ich nicht glaube. Dass wir da keine Belohnung mehr kriegen. Wir kriegen wahrscheinlich dann einfach nur ein normales Ausrüstungsteil. Aber nicht mehr diese fette Kiste, die wir beim ersten Mal bekommen haben. Das wird dann wahrscheinlich erst morgen wieder gehen. Das Event geht aber, glaube ich, nur noch zwei Tage. Also haben wir vielleicht auch nur noch zweimal die Möglichkeit, die Belohnung mitzunehmen. Und ich fürchte fast, dass ich es die beiden Tage auch gar nicht schaffe, nochmal jedes Mal diesen Boss zu machen. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Morgen ist Montag und Dienstag, dass ich es da vielleicht noch schaffe. Ich weiß nicht, ob der Mittwoch auch noch mit dabei war. Oder ob da das Event schon zu Ende ist. Ich glaube, ich hatte gelesen beim Starten des Spiels irgendwie bis 8. Aber kann sein, dass es dann bis einschließlich 7. ist und am 8. ist vorbei oder so. Das weiß ich jetzt nicht. So, reicht es schon zum Teleportieren? Wo war denn mein Teleportieren? Da war mein Punkt. Reisen wir mal dahin. Ja, möchte ich. Dann latschen wir da noch einmal schnell hin, besiegen den und dann gucken wir mal, ob wir so ein Stufe 25 Portal schaffen. Ja, und vor allem, ob das irgendwie was heißt, wenn es so blinkt. Weil so auf der Karte ist für mich erstmal nicht ersichtlich, dass das irgendwie special ist. Specialist. So. Da so lang, ne? Wir haben das ja eben schon mal gemacht gehabt. Die respawnen wahrscheinlich immer an den gleichen Stellen. Gucken wir mal, wie weit es hier ist. Kann sein, dass hier jetzt natürlich auch so viel Andrang ist, weil es gerade sozusagen 14 Uhr geworden war, dass die Leute dann einmal sozusagen ihr tägliches Doing wieder erledigen wollen. Dann müsste ich vielleicht gucken, ob ich morgen um 14 Uhr direkt Zeit dafür finde, aber da muss ich arbeiten. Also mal sehen, wie das so klappt. Ob das zufällig irgendwie passt oder ob es um 15, 16 Uhr dann auch noch geht. Aber das werden wir dann sehen. Ah, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Da kommen wir auf jeden Fall, glaube ich, hoch. Nochmal ganz kurz hier so einen Reisepunkt mitnehmen. Zeltlager, dankeschön. Ey, es laggt. Oh, oh, oh. So, lass mich da lang. Da oben sehen wir schon. Das ist ein Kampf im Gang. Ob wir das noch schaffen? Ah ja, okay, da ist noch einer. Der Nachzügler ist ja noch am Leben. Also wir sind scheinbar noch im Event hier mit drin, aber nur gerade so. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nicht, ob ich den treffe, wie viel Schaden ich mache. Ich sehe nichts. Phase 2 ist das hier. Ich will da wieder rein, weil ich will nämlich ganz gerne nicht von dem Event ausgeschlossen werden. Also wäre es toll, wenn hier. Okay, zurückkommt, wollte ich gerade sagen, aber der ist schon tot. Okay, wir haben einen Waffenkoffer Stufe 60 bekommen. Oh, warte.
Nein, ihr klaut hier. Doch, das geht bestimmt irgendwie. Ja, guck mal, der hat es doch auch geschafft. Dann brauche ich es ja jetzt wohl gar nicht mehr versuchen. Ach, ich drücke schon wieder I für Inventar, aber es ist ja hier auf Tab. Und es ist so laggy! Warum hängt das denn jetzt hier so? Okay, so. Den können wir einmal aufmachen. Kriegshammer, 510. Könnte vielleicht irgendwie auch nützlich sein für... Oh, da ist gerade was gespawnt. Ja, hi. Tschüss. Ich gehe mal wieder zurück. Nützlich sein für die Kompetenz, dass wir hier so vielleicht irgendwie ein, zwei Sachen dann bekommen, die uns tatsächlich mit dem Kompetenzlevel noch helfen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich würde tatsächlich dann einmal gerne schauen nach diesem Portal. Was ich auch noch sagen wollte, das habe ich in der letzten Folge nicht erwähnt, aber es kann sein, dass ich vielleicht dann nur noch einmal die Woche hier eine Folge von hochlade. Ich bin so ein bisschen lost hier im Moment, was dann das To-Do angeht, da jetzt ja auch die Schwefelsandwüste vorbei ist. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe einen ganz guten Anschluss gefunden mit der Storyline wieder. Die ist jetzt vorbei, jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen verloren, weil ich nicht genau weiß, was ich so am besten als nächstes mache. Und die Expeditionen, da bin ich, glaube ich, irgendwie zu schlecht für. Ich habe halt einfach keine Ahnung. Deswegen weiß ich noch nicht, wie viel ich dann hier sinnvoll mache, außer dass wir nur doof rumdümpeln. Also die Hauptstoryline, die würde ich auf jeden Fall noch machen wollen, auch wenn die low sind, die Quests hier mit Stufe 7 oder 8. Die kamen ja so dazu, nachträglich irgendwann. Da waren wir ja schon weiter. Also wenn man jetzt neu anfängt, macht man die wahrscheinlich gleich mit und dann ist es irgendwie bestimmt cooler. Ja, aber für uns ist das jetzt sozusagen zu spät gewesen und deswegen sind sie eben einfach low. Oh, oh, oh. Das wollte ich nicht. So. Der Hund ist hier... Bedrängt mich! Der Hund bedrängt mich! Sehr krass sogar. So, wo waren wir denn? Ich weiß es gar nicht. Hier, ne? War das hier? Ja, guck mal. Dann reisen wir doch hier hin. Schnell reisen. Dann holen wir da vielleicht gleich einmal... Dann holen wir da vielleicht gleich einmal den einen Reisepunkt noch. Und direkt daneben ist das. Ich hoffe, das ist gleich noch da, wenn wir da sind. Willst du an vorderster Front mitmischen? Sockele ein Karneol in eine Waffe, um Provokationen für einige Fertigkeiten freizuschalten. Haben wir auch noch gar nicht gemacht. Also mit diesen ganzen Berufen und so. Muss ich sagen, bin ich ja jetzt auch noch nicht... Okay, also das eine, was hier neben war, ist auf jeden Fall weg. Das Blinkende. Hier ist jetzt nur der dicke Blinken. Der ist mir aber ein bisschen zu hoch. Sind wir jetzt hier richtig? Immer falsch? Ich dachte, ich wollte... Waren wir nicht hier unten irgendwo... Unentdeckter Schnellreisepunkt. Okay, den holen wir vielleicht einmal, dann teleportieren wir uns von da, aber irgendwo hin. Muss ich mal gucken, wo dann noch neue sind. Blinkende. Bis wir da sind, ist wahrscheinlich auch schon wieder alles anders. Wo müssen wir denn lang? Da. Der Schnellreisepunkt. Außer Reichweite zum Zeltlager. Das ist ja klar, wir sind ja auch am Arsch der Welt. In Bezug auf das Zeltlager. Aber das macht ja nichts. Ja, so ist das manchmal. Eben waren hier noch zwei. Guck mal, da ist schon wieder einer. Den könnten wir dann vielleicht holen. Dann reisen wir hier einmal schnell zurück zu diesem Punkt. Oder ist das hier näher? Nee. Da ist der Reisepunkt. Und dann schaffen wir vielleicht dieses Portal. So zeitlich gesehen meine ich jetzt so, dass wir rechtzeitig da sind, bevor das wieder weg ist. Das wäre ja ganz cool, jo. Und so. Ach, wir hätten auch rechts rumlaufen können, eigentlich egal. So, Karte öffnen bitte. Ja, guck mal, das ist schon wieder weg. Wie schnell sind die denn weg? Oder ist es irgendwie buggy, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo anders hinlaufe, dass es dann verschwindet? So schnell kann das doch gar nicht sein. Man muss doch erst diese verschiedenen Stufen da eigentlich immer durchgehen bei den Portalen, oder? Hier ist keins, hier ist keins. Hier ist keins, hier ist scheinbar keins. Da ist nur das Dicke, ne? Ja, wir können ja mal gucken, wenn da Leute sind, ob wir das dann mitnehmen können. Das schaffen wir halt nicht alleine. So ein kleines hier mit Stufe 25. Verpestete Hain oder irgend sowas, das würden wir sicherlich schaffen. Aber gerade wenn die...
Das sieht auch cool aus. Aber gerade wenn die höher sind oder dann das Dicke, das schaffen wir, glaube ich, nicht alleine. Aber so schnell wie die Kleinen hier weg sind, sucht vielleicht auch jemand die Großen. Deswegen schauen wir mal, ob wir da was ausrichten können, ob da Leute schon dabei sind. Oder ob wir einfach sterben. Das könnte ja auch mal passieren. Das passiert ja gar nicht so selten bei mir. Ja, guck mal, jetzt ist es weg. Natürlich. Kann ich hier... Anne? So müssen wir laufen. Ich will jetzt zum Reisepunkt wieder kommen. Alles, was ich machen will, verschwindet. Ist das irgendwie... Will mir das Spiel irgendwas sagen? Oh, nein, das will ich gar nicht angucken. Hier ist noch so einer. Wie hoch ist der? 35. Dann reisen wir doch mal dahin. Können wir da hinreisen gerade? Oh, hier ist gerade einer gespawnt. Habe ich das richtig gesehen? Yay, dann schnell. Wenn der jetzt auch gleich schon wieder verschwunden ist. Dann weiß ich aber auch nicht, was ich machen soll. Geh weg, du olle Ziege. Oh Gott, wie viele Leute sind denn da? Ja, kein Wunder, dass das schnell geht. Jetzt habe ich auch noch Lags. Was ist denn hier los? Ist das schon kaputt? Wow. Toll. Das hat ja gut funktioniert. Wie viele Leute sind denn hier so instant da? Wie schnell können die denn sein? Das verstehe ich nicht. Also ich will ja eigentlich gar nicht diese anderen machen. Das ist hier Stufe 55. Ich meine, wir laufen da jetzt einmal mit rein, wenn wir denn mal ankommen. Der hat da Monolith. Ja, die raiden die hier schon, war richtig. Aber woher wussten die denn jetzt, dass genau dieser Blinkende hier auch eben auftaucht? Kriegen wir da jetzt irgendwie eine Belohnung für? Scheinbar gar nicht, ne? Ich habe überhaupt nichts bekommen oder habe ich da was bekommen und habe es noch nicht gesehen? Nee. Ich weiß nicht, ob wir nicht genug Zeit darin verbracht haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das macht so gar keinen Sinn. Weil wir da nichts von haben. Wenn da so viele Leute sind und ich dann einen Lag habe in dem Moment, wo wir reinlaufen, nützt mir das ja gar nichts. Die 55er, die schaffen wir auch nicht alleine. Nee, das ist mir ein bisschen zu blöd. Dann laufe ich lieber schnell zurück zu dem Dings da. Teleportationspunkt hier, Schnellreisepunkt. Und dann gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo was finden, was vielleicht nicht instant verschwindet. Auch blinkt. Da blinkt auf jeden Fall was. Wir können ja mal versuchen, ob wir da hinkommen. Aber wahrscheinlich ist das auch schon wieder erledigt, bis wir da sind. Und wenn wir ankommen, haben wir einfach ein Standbild, dass wir bloß nicht mehr mit reinkommen. Aber jetzt eben gerade waren wir auch drin und haben trotzdem nichts bekommen. Also, ja, keine Ahnung, wenn da halt 5, 6 Leute bei diesen Low-Sachen dabei sind, dann ja, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Hi, Ziege. Ich will dir gar nichts tun. Ich will gar nichts von dir. Ich will einfach nur hier hinlaufen und reisen. Ich bin ein Reisender, ein Pilger. So, das war irgendwie hier unten links, ne? Wo ist mein Punkt? Da, dann reisen wir mal dahin, dahin. Ja. Bald sind wir 10-mal hin und her gereist, haben kein Azot mehr zum Reisen und haben trotzdem noch nichts geschafft. Ich sehe das schon. Aber die haben auf jeden Fall wieder neue Ladebildschirmbilder hier, die ich echt gut finde. Ich mag ja auch diese gezeichneten Sachen. Richtig schön. Denk daran, Bodenfallen auszulegen, wenn ich einen Ort finde, der gut für den Hinterhalt gedacht ist. Okay, guck mal, da sind auf jeden Fall schon wieder neue Leute. Es kann halt sein, dass dieses Blinken ist, so wie da ist jemand dabei. Heißt es das vielleicht? Und ich laufe jetzt quasi extra dahin, wo irgendwie was los ist und wundere mich dann, dass es irgendwie schnell geht. Ich kann ja mal dahin hinsetzen, weil hier gerade war der Punkt, das ist schon wieder vorbei. Mal gucken, ob wir da ankommen jetzt bei diesem, bevor das erledigt ist. Ich weiß nicht mal, was Helio ist. Die Leute suchen hier für Helio. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Aber das Leuchten ist halt bei diesen Eventsachen aus. Kann natürlich auch sein, dass bei den Eventsachen das auch nur leuchtet, weil die da schon im Gange sind. Dass das sozusagen das aussagt wie, ja, hier sind schon Leute unterwegs, du kannst dazukommen, wenn du schnell genug bist. So, verderbt das Portal, erfordert Azot. Können wir hier irgendwas machen? Können wir jetzt irgendwas machen? Langsamer Frost. Naja, wir kämpfen mal gegen den. Hallo, bleib doch mal stehen. Was ist denn los mit dir? Mal gucken, ob wir irgendwas davon haben, wenn wir jetzt hier mitkämpfen. Können wir das hier? Können wir noch nicht.
Ja, er war schneller. Okay, das hat auf jeden Fall geklappt. Aber... Also was richtig Gutes haben wir nicht bekommen, ne? Nur diese Truhe, was ist da drin? Ja, ist halt nicht so geil. Okay, also hilft uns das quasi gar nicht. Das können wir ja zerlegen mal mit C. Ja, 50 Cent gekriegt sozusagen. Ja, wir könnten so dem da noch mitgehen. Einfach weil wir es können, weil wir gerade nebenan sind. Aber wir können auch gegen Stöcker laufen. Ja, ich würde fast sagen, das heißt tatsächlich dann, dass es blinkt, wenn wir, wenn da jemand schon aktiv ist und kämpft oder so. Ja gut, er ist ja schon dabei, kann ich halt nicht benutzen, meinen Stab. Das war's schon. Ich habe das irgendwie langwieriger in Erinnerung. Ja, keine Ahnung. Dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was wir denn am besten machen. Vielleicht, wenn ich morgen Zeit habe, dann machen wir nochmal den Event-Boss. Das hier, genauso wie das hier. Sieht super cool aus und ich würde es gerne machen, aber damit wechseln wir scheinbar einfach nur die Fraktionen. Also das sind hier Fraktionshandlungsaufgaben, Hoffnung und Dien. Da können wir eben hier scheinbar zum Bündnis und hier scheinbar zum Syndikat. Wir sind ja bei den Marodeuren hier. Kann halt sein, dass das sozusagen die Alternative ist, dass wir die vielleicht mal machen. Und dafür müssten wir dahin. Wir können ja einfach mal hier, wie hieß denn das, Rückruf in Gasthof. Das können wir ja mal benutzen. Aber ich würde sagen, das andere machen wir dann in der nächsten Folge. Also danke euch erstmal fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.